Heute dilfen hier, tutti accettiamo. Da, listen here. Like, ah! Oh, nice. Oh, yeah. Now we eat you. Wahnsinn. Dieser Mann steht unter Strom. Rolando Villason bei den Proben zu beobachten, ist fast unterhaltsamer als die Oper. It's already baby, it's too spät, the drinking of blood. Atala. Gut. 43 Jahre ist er alt. Star-Tenor, noch immer. Er singt, führt Regie, schreibt Bücher, zeichnet, moderiert und so weiter. Woher nimmt er bloß diese Energie? Wo das Energie kommt, von irgendwo drinnen, von den Augenbrauen. Die Energie kommt vom Augenbrauen, ja, voilà. Ich liebe Puzzles zu machen. Und so, das ist so wie Meditation, manchmal 2-3 Stunden und die Zeit geht so und du suchst, welche ist diese Farbe. Aber Ruhigkeit gibt es auch. Ich schlafe. Seine magischen Augenbrauen werden uns wohl einen rauschhaften Opernabend bescheren. Klar, das hier sind Proben. Die Sänger markieren oft nur, aber es tönt schon gewaltig. Ich möchte nicht viele Antworten geben. Ich glaube, das Publikum soll entscheiden, was ist das? Ist das ein Traum? Ist das ein Delirium? Da hilft ein Blick ins Programmheft. La Traviata heißt übersetzt die vom Weg Abgekommene. Und das ist sie, Violetta, eine Edelkurtisane, leider todkrank. Tuberkulose. Alfredo verliebt sich unsterblich in sie, doch sein Vater torpediert das junge Glück. Große Gefühle, von Villason bildmächtig inszeniert. Sein Bühnenbild ist eine zerbrochene Spieluhr, hat aber auch was von einem Zirkus. I told Rolando, first of all, in the first rehearsal. Gleich bei der ersten Probe habe ich Rolando gesagt, du bist mein Idol. Ich bin mit seinem Gesang aufgewachsen. Und hier mit Rolando ist einfach toll zu arbeiten, weil er hat ein ganz eigenartiges Konzept kreiert. Und diese Chor. Die Chor ist fantastisch. So ein Chor, mein Gott. Die spielen, die singen, die tanzen. Es ist unglaublich, voll Energie. Noch einmal, ich bin wow. Das sind wirklich echte Künstler. Und er macht es so herrlich vor, auch wie man es nicht machen soll. Ist einfach unglaublich komisch auch. So ein ganz toller Bewegungsmensch irgendwie. Der kann das einfach auch sehr gut erklären und spürt sehr genau, wo er uns unsere Freiheiten lassen kann und sieht, wo er eingreifen muss. Ogni sua verta femmina. Tatsache, die Stimmung ist prima. Der Tenor ist kaum zu bremsen. Der Chor voller Spielfreude und Violetta wird einen schönen Bühnentod sterben. Als Regisseur, du gibst ein Geschenk. Du hoffst, es wird ein Geschenk für die Künstler, der Künstlerin auf der Bühne. La Traviata wird sicher auch ein Geschenk ans Publikum. Bei so einem Regisseur. Ich werde eine große Lächeln haben und wuhu sagen am Ende, ich bin sicher. Wir sagen dann auch mal Juhu, morgen ist Premiere im Festspielhaus Baden-Baden.